Die Bogenschützen sind so schwach. Boah, blutet sehr schon. Es ist möglich, Pfeile zu entzünden und so einen tödlichen Feuerregen auf den Gegner niederprasseln zu lassen. Brandpfeile sind nicht so präzise, richten jedoch beim Einschlag größere Schäden an und haben eine größere Auswirkung auf die Moral der Truppe. Klickt mit links auf den Zeigen-Button, um zu sehen, wie man das macht. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Gepriesen seien die Heiligen! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Stadt erlangt! Verflucht! Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt verloren! Ja! Scheidet euch jetzt bitte mal! Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Ich glaube, die Verluste sind extrem. Wir sind halt einfach talentiertere Krieger. Weniger Disziplin. Feindliche General ist und geflogen. Wir haben die Schweine unserer geflogen. Halle geschickt. Zur Halle geschickt. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Thank you.
Ja, der dreht sich um. Der schlägt zwei Zitol. Boah, diese Tote. Schon hauen sie ab. Die fliehen immer. Mit ihm fliegen, das ist geil. Ich will auch so fliegen können. Völlig erschöpft. Scheiße. Gepriesen seien die Heiligen! Unsere Männer haben die Kontrolle über die Stadt erlangt! Da pflegen sie. Wahrscheinlich sind die besser ausgebildet, weil die die Rebellen sind immer eigentlich ein bisschen besser ausgebildet auf höheren Rängen. Und sowieso, schwere Handwaffen haben gegen schnelle Einhandwaffen nicht so gute Chance. Ja, da gibt's noch eine Kirche. Ein Kloster. Einundvierzig Gefangene haben wir schon. Hier unten sieht man die Gefangenenanzahl. Gibt's denn noch? Ah, da. Alle zivilisierten Völker werden beeindruckt sein von dem Sieg, den wir heute errungen haben. Oh, 173 Männer verloren. Weiße lernen von Nahen, Nahen niemals von Weißen. Marcus Porcius Como Coto Maio. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. Eroberte Siedlung Portland. Wir haben gesiegt. Diese Siedlung ist die Macht eurer Armee erlegen. Der Sieg ist euer und das Schicksal der Siedlung liegt in eurer Hand. Siedlung besetzen. Durch Plünderung erlangte Golden 5. Siedlung ausrauben. Zu massakrierter Bevölkerung 56. Durch Plünderung erlangte Golden 44. Zu massakrierter Bevölkerung 56. Durch Plünderung erlangte Golden 22. Wir werden Siedlung ausrauben. Weniger Bevölkerung heißt weniger Aufstände wegen der Religion. Und die 5 können wir in den Popo schieben. Wir Erodung.
Ja, 12% katholisch. Aber wir haben ja hier. Scheiße. Mein König! Ja! Mächtiger Häuptling, eure Befehle? Eure Krieger stehen bereit. Erteilen. Natürlich! Heute gehen wir nicht weiter, mein Männer! Marschiert! Scheiße, die wollen Krieg. Ich antworte nur meinem König, niemandem sonst. Eure Beziehung mit verschiedenen Seiten hat sich merklich vergrändert. Fände der Beziehung Heiliges Römisches Reich herausragend. Republik Venedig perfekt, Kalmarer Union sehr gut. Feindarmee vertrieben. Amsem Aperi. So wenige eure Feindarmee die letzte Schlacht überlebt, dass diese kläglichen Haufen sich aufgelöst hat, um einen Schicksal im Exil des sicheren Tod durch unsere überlegenen Streitmacht vorzuziehen. Sie werden uns keinen Ärger mehr bereiten. Weiteres Merkmal erlangt. Anselm Aperi, Siegen der Faust. Infolge erbarmungsloser Gefechte auf dem Schlachtfeld hat er an furchterregender Ausstrahlung gewonnen. Plus 1 Furcht. Mission erfolgreich. Nehmt die Rebellensiedlung ein. Glückwunsch, ihr habt diese Rebellensiedlung erfolgreich erobert und alle euren Stärke bewiesen. Auftragsgeber, Adelsrat, Ziel Portland, Belohnung. Ihr habt eure Belohnung für der Einheit Karake in eurer Hauptstadt erhalten. Cool. Jetzt weiß ich, was ich mache. Diese Karaken. Wohin? Klickt mit rechts, um eure Flotte an einen Punkt im hervorgehobenen Bereich zu bewegen. Bewegt die Flotte auf ein Küstenfeld, um ihre Besatzung aussteigen zu lassen. Klickt mit rechts auf eine gegnerische Flotte, um sie anzugreifen. Wir müssen warten, bis wir Spione haben. Zu euren Diensten. Ja, mein Herr. Sofort. Aber natürlich, mein Herr. Sehr wohl, mein König. Den Ort kann ich nicht erreichen, mein Herr. Eure Majestät, mit Vergnügen. Suche ich einen Ehegatten oder nur eine Unterschrift? Ihr habt Nachrichten, die ich dem Kaiser überbringen soll? In Ordnung, ich nehme euren Vorschlag. Sehr gut, was für Ideen habt ihr noch? Ich akzeptiere diesen Vorschlag. Aber es ist eine Schande. Was? Auf Wiedersehen. Was verlangt ihr von mir? Ja, bin auf Reisen. Mit Vergnügen. Werde ich Teil eines Vorschlages sein? So, Runde 8. Jetzt habe ich eigentlich schon 9. Dann halt so. Wohin geht es? Müssen es Charakter sein. Sein 50. Mein Herr? Ja! Gehen aus der Flottenformation! Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Heute können wir nicht weiter segeln, Kapitän. Mein König? Kein Diplomaten.